Auf der Bühne sterben hat nichts Romantisches. Peter Rapps sehnlichster Wunsch ist es ja, tot hinters Millionenrad zu kippen. Gut, mit dem Wunsch ist er vielleicht nicht ganz allein. Was aber... Was ein bisschen die Spannung rausnimmt aus der Geschichte ist, dass ja das Millionenrad nicht live ausgestrahlt wird, nicht? Das wird voraufgezeichnet, also man sieht da nicht live, dass der Arzt hat am Rallen und am Verschüsst, sondern die schneiden es dann raus, wie wir alle wissen, schauen sie sich heute halt dann intern am Königlberg an und sagen, ah, da reißt der Bart für alles Banker. Haben Sie mal Peter Rapp ohne Bart gesehen? Das wurde so testmäßig probiert, haben Tausende angerufen, biegt ja was ins Gesicht, das hat ja keiner. Herr Peter, aber toller Kollege und wirklich ein super Profi. Aber es wird ja nichts mehr, fast nichts mehr live ausgestrahlt. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht live, nicht? Das wird jetzt auch aufgezeichnet. Und wenn Sie es jetzt irgendwo sehen im Fernsehen gerade, also die Zuseher, die es jetzt dann im Fernsehen sehen, in Wirklichkeit spüle ich jetzt gar nicht. Also, oder ich spüle woanders. Also ich bin auch dann ein Doppelgänger praktisch. Ja? Gut, ist aber wurscht, wir sind unter uns. Auf der Bühne sterben hat ja auch nichts, hat auch nichts Heroisches. Ja? So ein Gaukler wie ich ist kein Feuerwehrmann, der ins brennende World Trade Center hineinstürmt. Auf der Bühne sterben ist lächerlich. Peinlich wahrscheinlich. Na geh Gott, heute, wo wir Karten haben, Herr, was macht er, denke? Buh.